Hallo zusammen, ich bin Dr. Christian Behrendt und heute geht es um die Operation der Spinalkanalstenose. Viele meiner Follower haben eine Spinalkanalstenose, zumindest sind diese Videos eine der meistgeschauten Videos. Und insofern werde ich heute ein bisschen auf die verschiedenen Operationsverfahren eingehen und was dabei zu beachten ist. Die Spinalkanalstenose, das ist eine Verengung des Nervenkanals in der Wirbelsäule und der Grund für diese Verengung, die ist dadurch entstanden, dass der Hüftbeugemuskel während der Schulzeit sich verkürzt hat. Wenn man dann aufsteht, kommt es auf der Rückseite der Wirbelsäule zu einer Quetschung. Und diese Quetschung dort durch diesen Muskelzug im Stehen führt bei vielen nach längerem Stehen erstens mal zu Rückenschmerzen und das zweite ist, es kommt zu einer Vergrößerung der kleinen Wirbelgelenke oder auch Facettengelenke genannt. Vorne, da sind ja die Bandscheiben. Vorne sind ja die Bandscheiben und auf der Rückseite, da sind diese Dornfortsätze und dazwischen sind Facettengelenke. Und diese Gelenke, die bekommen eben durch diesen Muskelzug, der ja in diese Richtung verläuft und in diese Richtung zieht, einen sehr starken Druck ab. Und über diesen chronischen Druck über viele, viele Jahre, das beginnt ja schon wirklich nach der Schulzeit, werden diese Gelenke immer größer. Und von oben gesehen sieht das so aus. Das hier sind diese Facettengelenke, also diese zwei Gelenke hier. Hier vorne, das ist die Bandscheibe und das hier hinten ist der Dornfortsatz. Und hier vorne in der Mitte, hier laufen die Nerven. So, und dann gibt es ein sogenanntes gelbes Band. Gelb habe ich jetzt nicht, ich mache es mal lila. Das heißt, hier läuft auf der Innenseite noch ein Band und dieses Band liegt auch noch hier drin. So sieht das ganz normal aus. Also hier sind diese Gelenke mit der Gelenkkapsel, hier ist dieses gelbe Band, bei mir ist lila und hier ist der Nervenkanal. Und wenn es jetzt zu einer Kompression kommt, dann vergrößern sich eben diese Gelenke hier immer weiter. Das sieht dann am Schluss so aus. Diese Gelenke sind also jetzt viel, viel größer geworden. Du siehst, zwischen hier, wo noch Abstand zur Bandscheibe ist und hier ist kein Abstand mehr. Und dann kommt es auch dazu, dass sich dieses gelbe Band hier fältelt. Und dieses gelbe Band selber hat noch seinen eigenen Einfluss, weil es macht den Kanal zusätzlich auch noch eng. Und dann kommt hinzu, dass diese Quetschung oft auch die Bandscheibe auch noch vorgewölbt ist. Und dann hast du hier in der Mitte nur noch so ein ganz, ganz kleines Dreieck. Das kann noch relativ groß sein, aber es kann auch sein, dass wirklich überhaupt nichts mehr zu sehen ist, dass hier alle Nerven komplett zusammengedrückt wurden und du hier statt diesem vielen Platz, den du hier oben hast, nur noch dieses mini, mini kleine Loch hast. Und hier ist es natürlich dann in vielen Situationen so, dass da gar nichts mehr hilft, dass man auch das mit Therapien nicht mehr wegbekommt, weil das eigentliche Problem, was da entstanden ist, das ist ja ein knöchernes Problem. Und dieses knöcherne Problem, das ist ja hier herangewachsen. Das heißt also, dieser ganze Bereich, der hat da eigentlich ja gar nicht hingehört. Also das alles, was ich jetzt hier mal so gelb schraffiert habe, das war vorher nicht da. Und das ist zusätzlich dahin gewachsen. Und das kann man jetzt nicht unbedingt mit einer Therapie beseitigen. Ich habe natürlich ein Video auch gemacht mit Übungen, die man versuchen kann. Und wenn es damit geht, dann ist natürlich umso besser. Das ist oft dann, wenn die Spinalkanalstenose noch nicht so stark ist. Aber es kann natürlich auch sein, dass wirklich eine Operation notwendig ist. Und wann das genau notwendig ist, das habe ich auch schon in alten Videos erklärt. Also das hier ist mein fünftes Video zur Spinalkanalstenose. Es gibt auch noch 4 Videos davor, die die ganze Entstehungsgeschichte der Spinalkanalstenose erklären. Bei einer Spinalkanalstenose bestehen ja verschiedenartige Beschwerden. Zum einen können Rückenschmerzen vorliegen. Es kann aber auch sein, dass Beinschmerzen bestehen. Es kann auch sein, dass eine Taubheit der Beine besteht. Und sehr häufig liegt eine sogenannte Claudicatio vor, das heißt eine Schaufensterkrankheit.
Dieser Name kommt daher, dass Menschen, die an jedem Schaufenster stehen bleiben müssen, damit sich diese Nerven wieder erholen, eben an dieser Erkrankung leiden. Das heißt, sie bleiben einfach häufig stehen, weil sie nicht so weit kommen, weil jedes Mal die Durchblutung der Nerven, die in die Beine geht, sich vermindert und die müssen sich dann vor jedem Schaufenster hinsetzen. Da gibt es zwei Krankheiten, die das machen können. Das eine ist die Spinalkanalstenose und das andere, das sind Gefäßprobleme. Das heißt, wenn die Beine nicht mehr durchblutet sind, dann kann das Gleiche passieren. Aber ich würde sagen, durch unser Verhalten ist die Spinalkanalstenose sicher etwas, was sehr, sehr, sehr häufig ist. Und umso älter der Mensch, umso eher ist es das. Wenn man natürlich starker Raucher ist, dann sind es oft eher mal die Gefäße. So, was wird bei einer Operation der Spinalkanalstenose nun gemacht? Das Ziel ist es, hier wieder Platz zu schaffen. Und so eine Operation am Rücken, da gibt es ja alle möglichen Schauergeschichten darüber. Und natürlich ist auch eine Operation bei einer Spinalkanalstenose nicht ganz ohne. Aber aus meiner Sicht als Wirbelsäulenchirurg ist es keine riesige Sache. Denn es ist eigentlich nicht sehr viel zu tun. Das, was man machen muss, hier ist die Haut und hier an der Seite sind Muskeln. Und das, was du machen musst, du musst hier hinkommen, um hier etwas wegzunehmen. Das heißt, das, was du tun wirst, du musst hier die Haut eröffnen, meistens in der Mitte, es kann auch seitlich sein, je nach Verfahren. Und dann musst du entweder die Muskulatur hier ablösen von diesem Dornfortsatz oder du musst durch die Muskulatur durchgehen, um hier auf diesen Knochen zu kommen. Hier an dieser Stelle. Und an dieser Stelle fängt man dann an, entweder mit einer Fräse oder mit einer Stanze oder mit beidem diesen Knochen wegzustanzen. Und zwar, wenn ich da wieder ein Bild mache, wie das von hinten aussieht. Das ist das Gleiche jetzt von hinten, also hier, das ist die Draufsicht, also von oben oder von unten. Und hier siehst du von hinten auf die Wirbelsäule, aus der Sicht, wie auch der Operateur das sieht. Und du hast hier einen Wirbelkörper, hier ist wieder die Bandscheibe und hier ist ein Wirbelkörper. Und das hier ist der Dornfortsatz und der untere hat natürlich auch einen Dornfortsatz. So, und dann siehst du hier das sogenannte interlaminäre Fenster. Das heißt, an dieser Stelle ist kein Knochen. Und bei einer Spinalkanalstenose ist aber oft dieses Loch sehr, sehr klein geworden, weil es durch diesen Druck dieser Facettengelenke einfach sich sehr stark verkleinert hat. Und das, was man machen muss, ist eben dieses Loch hier größer zu machen. Das heißt, du hast erstmal die Muskulatur entweder ein bisschen an Seite genommen oder bist durch die Muskulatur durchgegangen und dann musst du einfach nur, viel mehr ist das nicht, hier diesen Knochen hier ein bisschen wegfräsen. Das heißt, du nimmst von diesem Knochen was weg und du nimmst von diesem Knochen hier was weg. Oft ist es nämlich so, dass dieses Fenster gar nicht mehr so groß ist, sondern das ist halt auch viel, viel kleiner geworden. Das heißt, ist es ungefähr vielleicht noch so. Das heißt, in Wirklichkeit hast du nur noch hier diesen kleinen Bereich, wo Platz ist und musst alles andere, was jetzt hier schwarz schraffiert ist, mit einer Stanze oder mit einer Fräse entfernen. Und darunter, da befindet sich dann dieses gelbe Band. Und dieses gelbe Band wird noch zusätzlich entfernt und dann ist hier eigentlich wieder genug Platz. So eine Operation ist relativ einfach, weil du musst, wie gesagt, außer Haut eröffnen, durch die Muskulatur oder Muskulatur zur Seite, das hier wegfräsen und dann hier noch dieses gelbe Band wegfräsen. Passieren tut dort relativ wenig, weil wenn du mit einer Fräse zum Beispiel durch den Knochen durchgehst, bleibst du auf diesem gelben Band automatisch stehen. Und dieses gelbe Band ist üblicherweise nicht mit der Rückenmarkshaut, wo die Nerven drin liegen, verwachsen. Das heißt, du kannst einfach mit einem Tasthäkchen darunter fahren und kannst relativ leicht einfach hier dieses gelbe Band von der Rückenmarkshaut ablösen und hast damit eigentlich sozusagen vor dir das Rückenmark und die Nerven liegen und
das ist eigentlich schon alles an dieser Operation. Das heißt, das ist relativ einfach. Jetzt gibt es aber doch verschiedene Techniken, wie man das macht. Da gibt es einmal das ganz normale, konventionelle, offene Verfahren. Das heißt, du machst hier in der Mitte einen Schnitt, löst die Muskulatur zur Seite ab. Das Ablösen der Muskulatur hat einen Vorteil, nämlich der Muskel bleibt in sich intakt, wird nur zur Seite geschoben und am Schluss kann er wieder an der alten Stelle, nämlich hier, wieder anwachsen. Die zweite Möglichkeit ist, du gehst durch die Muskulatur. Da sieht man, dass das Schäden in der Muskulatur hinterlässt. Aber beide Verfahren halte ich nicht für so schlecht. Warum? Weil diese Rückenmuskeln sind ja, wie ich in vielen Videos schon gezeigt habe, zu kurz und haben eine viel zu starke Kraft und ziehen viel zu fest. Das kann jeder an sich selber feststellen, wenn er hinten hingreift und merkt, okay, es ist wirklich verspannt dort hinten. Also wenn wir hier diesen Muskel ein bisschen schädigen, schadet das gar nicht, weil das ist ja eigentlich, dass wir wollen, dass wir nicht mehr so einen wahnsinnigen Druck und einen wahnsinnigen Zug durch die Muskulatur da hinten haben, dass wir eben nicht mehr so viel Druck auf diesen Facettengelenken haben. Also das heißt, der Zugangsweg ist eigentlich kein großes Problem. So, dann ob man eine Fräse nimmt oder eine Stanze, das ist je nach Operateur unterschiedlich. Genauso, ob man ein Mikroskop dafür verwendet, ob man einen großen Schnitt macht, einen kleinen Schnitt macht, das spielt aus meiner Sicht eigentlich keine Rolle. Was viel, viel wichtiger ist, dass derjenige, der das macht, das schon oft gemacht hat und auch gute Erfahrungen damit gemacht hat und hier wirklich auch Routine hat, das immer wieder macht. Und das ist viel, viel wichtiger, als wenn das jemand macht, der das nur alle 3 Jahre mal macht und das irgendwie nicht ordentlich ausfräst. Weil das Wichtige ist, er muss halt das ordentlich ausfräsen. Und da gibt es jetzt 3 verschiedene Therapieverfahren oder Operationsverfahren, die hier angeboten werden. Die ganz offene Operation heißt, du löst auf beiden Seiten die Muskulatur ab und kannst auf beiden Seiten an diese Gelenke heran, kannst sie auf beiden Seiten wegnehmen und hast damit natürlich eine sehr gute Sicht, aber eine Operation, die fast doppelt so lang geht, weil du musst ja auf beiden Seiten fräsen und auf beiden Seiten hier alles wegnehmen. Dafür ist es aber auch die sauberste Variante. Die zweite Möglichkeit, das ist die sogenannte Over-the-Top-Operation. Da wird nur von einer Seite operiert und dann kann man auf die andere Seite halt bis dahin operieren, wo man noch einen Blick hin hat. Und das kann sein, wenn das ein erfahrener Operateur ist, dass er es wirklich schafft, wenn er von dieser Seite operiert, dass er hier noch rüber gucken kann und noch diesen Teil eben mit wegnehmen kann. Ganz ums Eck wird er nicht kommen, aber zumindest einen Teil wird er sehen. Also das ist das, wenn es heißt over the top, das heißt über die Mitte, das heißt operiert von der einen Seite, macht hier alles frei, weil da kann man hinsehen. Und das, was man dann auf der anderen Seite noch sieht, das kann man ebenfalls mit einer Stanze wegnehmen. Aber es ist niemals so viel weg, wie wenn man auf beiden Seiten aufmacht. Dafür ist aber natürlich die Operation etwas kleiner. Und die dritte Möglichkeit, das ist die endoskopische Operation. Das heißt, man macht gar nicht richtig auf, sondern man schiebt sozusagen, man macht nur ein kleines Röhrchen, schiebt man vor und fräst dann innen alles auf. Das hat wiederum große Vorteile, wird aber noch nicht von so vielen gemacht, weil es auch Nachteile hat natürlich. Das hat einen großen Vorteil, man hat nämlich eine wunderbare Sicht. Das heißt, das sind Optiken, die können 70 Grad um die Ecke gucken. Das heißt, das sind so Endoskope und die haben hier oben eine Kamera, die hier um die Ecke gucken kann, bis zu 70 Grad. Das heißt, du kannst diesen Bereich sehen. Und das ist zum Beispiel gerade, wenn ich angesprochen hatte, eben, dass man auf der anderen Seite eben nicht so gut hinsieht, das ist natürlich mit einer endoskopischen Variante viel, viel besser, weil da siehst du viel besser rüber. Aber, und das ist auch gleichzeitig wieder der Nachteil, du bist natürlich sehr eingeschränkt in deiner Handlungsfähigkeit. Das heißt, so ein endoskopisches Verfahren, das ist natürlich vor allem für Leute interessant, wo nur eine einzige Spinalkanalstelle so vorliegt und die vielleicht auch nicht so wahnsinnig hochgradig ist und wo vor allem hier dieses Flavum, eben dieses gelbe Band das Problem macht. Wenn du natürlich hier ausgedehnt operieren musst, vielleicht eine Spinalkanalstelle auf mehreren Etagen, dann ist so ein Verfahren nicht mehr ganz so günstig, weil du einfach da nicht so gut hinsiehst. Und wenn es wirklich schon so ist, dass es eine echt hochgradige Spinalkanalstenose ist, dann ist es natürlich auch viel schwieriger, da reinzukommen, sich zurechtzufinden. Da ist dann eher eine offene Operation wirklich besser zu empfehlen, weil man da einfach alles sieht.
Der muskuläre Schaden und die Narbenlänge, die halte ich, wie gesagt, für sehr, sehr irrelevant, weil eben wir insgesamt ja viel zu starke Rückenmuskeln haben und diese viel zu starken Rückenmuskeln ja eigentlich etwas schwächer werden sollten, damit sie eben nicht so eine Kompression dieser Gelenke machen. Das war jetzt das Thema Wirbelsäulenoperation, Dekompression bei der Spinalkanalstenose. Nach der Spinalkanalstenose, da ist es immens wichtig, das Richtige zu machen, weil du musst die Krankheitsursache abstellen. Zu diesem Thema habe ich schon viele Videos gemacht, aber ich möchte es nochmal betonen, weil es so wahnsinnig wichtig ist. Wenn ihr nach einer Spinalkanalstenosenoperation entweder nichts macht, so weiter wie vorher, dann geht dieser Nervenkanal wieder zu. Oder wenn ihr Krafttraining macht, vor allem sowas wie die Beinpresse und Rückenkräftigung, dann geht dieser Kanal wieder zu, weil diese Gelenke, die sind ja nicht durch zu schwache Muskulatur groß geworden, sondern durch zu starke Muskulatur, die zu kurz ist und die immer gezogen hat und diese Gelenke so aufeinander gepresst hat, dass diese Gelenke sich verformt haben. Und dieser wahnsinnig hohe Druck wird nicht dadurch besser, dass man hinter Krafttraining macht oder einfach ein bisschen sportlicheres Leben führt, sondern du musst ganz aktiv dafür sorgen, dass diese Muskulatur, die das hier kaputt gemacht hat, dass die wieder elastisch wird und auf ihre Länge kommt. Dafür brauchst du ein Therapieverfahren, welches aus dem Bereich der Elastopathie kommt. Das heißt, ein Verfahren, wo auf den Muskelansatz gedrückt wird und anschließend dann Dehnungsübungen gemacht werden, um diese Elastizität zu halten. Und um dann dauerhaft diese Dehnungsübungen zu machen, das kannst du entweder Dehnungsübungen machen oder du musst Hilfsmittel verwenden, mit denen du dauerhaft diese Dehnungen einnehmen kannst. Ein Hilfsmittel dazu, das habe ich entwickelt, das ist der Sturfer. Und mit dem kannst du natürlich dauerhaft deine verkürzte Muskulatur auf Länge halten. Die allerwichtigste Dehnungsübung, das ist die Überstreckung des Hüftbeugemuskels, also Überstreckung der Hüfte. Das kannst du entweder dadurch machen, dass du täglich Dehnungsübungen machst, indem du hier diesen Muskel überdehnst. Das ist die eine Möglichkeit. Oder die zweite Möglichkeit, du machst das ganz automatisiert, dadurch, dass du dich hier auf einem Sturfer in diese Position bringst. Und du kannst dann hier über diesen Beckendrücker. Und du kannst dann einfach hier durch diesen Beckendrücker wirst du herangedrückt und kannst einfach so mit überstreckter Hüfte arbeiten, Fernsehen schauen, lesen, ganz egal. Du brauchst dazu einen höhenverstellbaren Schreibtisch und so einen Sturfer, entweder als Stuhl oder als Gestell. Und damit kannst du zum ersten Mal wirklich etwas dagegen tun, dass dieser Nervenkanal nicht wieder zugeht. Denn hiermit hast du eine Dehnung auf dem Hüftbeugemuskel. Das ist eine der Hauptursachen für die Spinalkanalstenose gewesen. Und wenn wir in der medizinischen Fachliteratur lesen, dann ist zu lesen, dass der Spinalkanal ja wieder zugeht nach so einer Operation. Und das musst du aktiv verhindern, eben dadurch, dass du eine Überstreckung deiner Hüfte machst. Ich habe auch noch ein weiteres Video. Das findest du unten in der Videobeschreibung, wo genau beschrieben ist, welche Übungen du sonst machen kannst, entweder wenn du eine Spinalkanalstenose hast, um sie nicht schlechter werden zu lassen. Vielleicht wird es auch sogar ein bisschen besser, aber diese Übung musst du auf jeden Fall spätestens dann machen, wenn du eine Operation an der Spinalkanalstenose hinter dir hast. Wenn also der Nervenkanal wieder frei ist, ist es deine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass dieser Kanal frei bleibt. Das ist nicht Schuld des Arztes, wenn der Kanal wieder zugeht. Das liegt nicht an dessen Operation. Wenn hinterher alles frei ist nach so einer Operation, dauert es bei manchen Patienten nur 2 bis 3 Jahre, bis der Nervenkanal wieder zu ist. Das heißt, du musst hier wirklich sehr, sehr aktiv werden. Und zwar vor allem dadurch, dass du deine Hüfte überstreckst und nicht nur, dass du einfach Kraftübungen machst, weil die lösen das Problem nämlich nicht. Ja, ich hoffe, es war verständlich für dich, was es mit der Operation der Spinalkanalstenose auf sich hat und was es für Strategien gibt, um dafür zu sorgen, dass es nicht wiederkommt. Wenn du Fragen hast, schreib sie unten in die Kommentare hinein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Dein Sturfdoc, Dr. Christian Behrendt.